Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den iCrush-Adventskalender und wenn du mit mir zusammen reinschauen willst, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, iCrush ist eine Schmuckfirma, mit denen hatte ich auch in diesem Jahr, glaube ich, sogar tatsächlich eine Kooperation. Den Adventskalender habe ich mir jetzt aber selber gekauft. Der kostet 139 €. Man konnte wählen zwischen Gold, Silber und Roségold als Schmuckfarbe. Und ich weiß gar nicht, für was ich mich entschieden habe, muss ich ehrlich gesagt sagen. So schaut das aus. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch bestellbar ist. Ich habe eben geschaut, da stand so ein Button Pre-Order, dass man das quasi machen kann. Aber irgendwie stand da auch Sold Out. Keine Ahnung, ich setze euch den Link aber trotzdem mal in die Infobox, dann könnt ihr vorbeischauen. Er sieht sehr schlicht aus, was ich aber schön finde. Ich hoffe, dass wir dieses Mal aber etwas andere Verpackungsgeschichten haben von den einzelnen Boxen, Türchen, wie auch immer. Weil letztes Jahr waren die alle nach oben hin offen. Das war ein bisschen blöd. Get Your Crush Love steht hier in der Tür drin. Und als ich letztens in München war, habe ich sogar gesehen, dass iCrush tatsächlich einen eigenen Laden dort auch hat. Fand ich sehr interessant. Habe ich zusammen mit Nicole entdeckt. Und ja, so schaut er von innen aus. Es sieht danach aus, als wären das Boxen. Und wir starten mit der Nummer 1. Die ist ziemlich groß und leicht. Gut, es wird alles relativ leicht hier drin sein, ne? Oh, schön. Ist auch eingepackt in so einem kleinen Schmucksäckchen. Ja, ich habe eine Silbervariante mir scheinbar ausgewählt. Cool. Und hier scheinen wir eine Kette drin zu haben. Mit so einem, mit so einem Nordstern. Das gefällt mir richtig gut. Ich habe dazu auch passend Ohrringe. Das ist jetzt hier noch eingeklebt, aber es ist eine schöne Kette. Also die Kette an sich mag ich. Und die Länge der Kette kann man variieren, indem man natürlich hier den Haken umstellt. Den kann man entweder kürzer machen oder länger. Mir gefällt das wirklich, wirklich gut. Schön. Weiter geht es mit der Nummer 2. Oh, ich glaube, wir haben schon die nächste Kette hier drin. Das ist so eine doppellagige Kette. Die mag ich ja auch ganz gerne leiden. Schlicht. Aber ich mag sowas, ne? Das ist echt mein Ding. Das finde ich hübsch. Und auch da kann man wieder die Länge der Kette variieren. Also da ist immer so ein ziemlich langer Schwanz hinten dran, sage ich jetzt mal dazu. Von der Qualität von dem iCrush-Schmuck her muss ich sagen, dass ich auch jetzt noch Produkte habe. Ich habe neben mir nämlich meine Schmuckständer stehen aus dem Adventskalender vom letzten Jahr. Und es sieht alles noch super aus, ne? Also mir gefällt es auf jeden Fall. Material schreibe ich euch mal rein. Da steht nämlich auf der Homepage alles immer mit dabei. Und ja, genau, hübsch. Weiter geht es mit der Nummer 3. Das wird dann wahrscheinlich ein Armband oder ein Fußkettchen sein. Ihr seht es bei mir ja auch, ne? Armbänder trage ich eher selten. Fußkettchen passen mir meistens vom Umfang her nicht. Was ich mit den Sachen... Nee, hier sind Ohrringe drin. Schön. Was ich mit den Sachen mache, die ich jetzt auch aus dem Schmuck-Adventskalender hier nicht verwende. Ich packe ja selber auch Adventskalender für Freunde, Familie und so weiter und so fort. Und die bekommen natürlich auch ein bisschen Schmuck mit rein. Hier haben wir etwas gröbere Ohrringe. Das sind Stecker. Finde ich, also ich mag ja Ohrringe gerne, ich trage auch gerne Ohrringe, es sei denn, ich habe meine Mütze auf, dann wird das jetzt nur wehtun, da bin ich dann nackig unterwegs. Die haben unten so eine Perle dran und der Verschluss, also quasi dieses Gehänge dazwischen, ist ein bisschen gröber, aber das mag ich trotzdem ganz gerne leiden. Ich mag sehr, sehr gerne Perlenohrringe und die werde ich auch auf jeden Fall behalten, weil ich die hübsch finde. Und ja, vielleicht haben wir irgendwo auch eine Kette noch mit dabei, die auch so gröbere Glieder hat. Die Nummer 4 haben wir hier. Ja, hier haben wir tatsächlich dann das Armband passend zu der Nummer 1 drin. Das wird aber nicht bei mir bleiben, weil wie gesagt, ich trage nicht wirklich Armbänder. Liegt auch daran, dass mein Armumfang nicht normal in Anführungsstrichen ist. Also ich habe schon, wenn ich jetzt so Armreifen oder sowas nehme, eine L oder eine XL. Ne? Ich habe keine filigranen Ärmchen. Und ja, so schaut das aus. Da haben wir auch wieder den Nordstern. Finde ich wirklich, wirklich schön. Aber wie gesagt, für mich ist es leider nichts. Die Nummer 5 ist so ein richtiger Brecher. Ich glaube, hier haben wir so eine Schmuckschatulle oder sowas in der Art drin. Es war nämlich der komplette Inhalt auch auf der Homepage abgebildet, was ich bei einem Adventskalender für 139 € auch sehr cool finde. Weil so kann man sich auch ein Stück weit drauf einstellen und nicht die Katze im Sack kaufen. Also hier ist tatsächlich auch so eine Schatulle drin. iCrush Get Your Crush Love steht hier auch nochmal drauf und das riecht auch irgendwie richtig wie Leder. Also ich weiß nicht, welches Material das jetzt genau ist. Ne? Ich glaube nicht, dass die hier Leder genommen haben. Aber es riecht irgendwie hochwertig, wie in so einem Taschenladen halt. Hier ist auch das Logo nochmal drauf.
Wow, und da hast du halt wirklich so eine schöne Schmuckschatulle. Ich glaube, das kommt ganz gut, ne? Da kann man dann auch die ganzen Produkte aus dem Adventskalender reinpacken. Finde ich ganz witzig, weil das erinnert mich natürlich auch ein Stück weit an die Männer oder an die Werkzeug-Adventskalender. Die haben ja auch immer irgendwie solche Aufbewahrungssachen für die Dinge mit dabei, die in dem Adventskalender sind. Fancy. Okay, ja, aber da kannst du hier oben deine Ringe oder so reinpacken oder deine Ohrringe. Hier hast du dann auch nochmal so eine kleine Tasche. Hier kann man Ringe oder auch Ohrringe reinstecken. Hier kann man Ketten aufbewahren. Finde ich ganz süß, ne? Ich werde es nicht behalten, weil ich habe halt Schmuckbäume. Und also zum Beispiel hier habe ich, bitte nicht auseinanderfallen, habe ich mir mal bei Amazon bestellt, dieses, so ein Rondell, da habe ich meinen Goldschmuck dran, also meine goldenen Ketten, an einem anderen meinen silbernen, an einem noch anderen meinen Rosé-Goldschmuck. Hinten habe ich noch für meine Ohrringe so einen Schmuckbaum. Deswegen, ne? Aber ich weiß, dass ich das einer Freundin am besten demnächst mal einfach in einen Adventskalender packe und die wird sich da sehr, sehr drüber freuen. Meiner Meinung nach wäre natürlich so eine Schmuckschatulle für mich persönlich prädestiniert dafür gewesen, das dann auch in die 6 reinzupacken. Aber da hat der Adventskalender was anderes mit uns vor, denn hier habe ich jetzt eine kleine, feine Nummer 6. Oh lala, okay, hier haben wir eine Kette drin und die ist ein bisschen spezieller, weil hier hat dieser Ring, der unten dran ist, keine Öse oder sowas, sondern die Kette ist da einfach drum zugeknotet. Das ist ziemlich rustikal, zumal das unten der Anhänger auch relativ schwer ist, aber irgendwie hat die was, ne? Ja, das ist praktisch. Die 7 könnte ich so nach vorne aufmachen und mir da dann das Säckchen rausnehmen. Oh, hier haben wir ein Armband, was natürlich passend zu den Ohrringen ist. Das würde bestimmt super aussehen, aber wie gesagt, ne, Armbänder und ich, wir sind nicht so die allerbesten Freunde. Und ja, hier haben wir halt diese schönen Glieder. Also das mag ich gerne, gerne leiden, ne? Auch die Nummer 8 konnte ich gerade nach vorne rausnehmen und die darf jetzt machen, dass es kracht. Die fühlt sich sehr, das sind Ohrringe drin, die fühlt sich sehr leicht an. Oh ja, geil, da haben wir jetzt die passenden Ohrringe zu der Kette. So ähnliche habe ich schon. Ich muss mal gucken, ob ich die als Stecker schon habe oder ob ich die nur als Hänger habe. Weil ansonsten habe ich jetzt Stecker und Hänger von diesen Nordstern. Finde ich total hübsch. Also die mag ich sehr, sehr gerne leiden. Werden sich wahrscheinlich meine Haare auch so ein bisschen drin verfangen, aber das ist nicht schlimm. Ich finde die schön. Worüber dürfen wir uns nun in der Nummer 9 freuen? Oh, da haben wir jetzt ein passendes Armband. Noch ein passendes Armband. Interessant. Oder vielleicht war das eine ein Fußkettchen, das weiß ich jetzt nicht. Auch zu den Ohrringen. Aber hier haben wir eine Perle auch richtig mit dran. Es ist schon hübsch, ne? Aber wie gesagt, man sieht es ja auch direkt. Also für mich persönlich wäre das halt wirklich viel zu eng. Ja, aber hübsch. Die Nummer 10. Ich glaube, hier ist wieder eine Kette drin. Und das ist ja die passende Kette, finde ich richtig cool, zu den Ohrringen. Die mag ich auch gerne leiden. Ne? Schöne große Glieder hat man da dran. Und sicherlich kann man da auch irgendwie noch Anhänger oder sowas dran machen. Und mir gefällt die einfach richtig gut. Die ist jetzt wirklich ein bisschen klobiger, ein bisschen gröber. Das stimmt, definitiv. Aber irgendwie, finde ich, hat die was Besonderes. Und ich könnte mir das zum Beispiel zu so einem dicken Pulli, den ich jetzt halt anhabe, gut vorstellen. Wobei, da wird mir dann noch ein Anhänger zu fehlen. Aber irgendwie, die ist schön. Wenn man herausgefunden hat, dass man die ganzen Boxen nach vorne aufmachen kann, ist es natürlich noch cooler, ne? Die Nummer 11. Auch hier scheinen wir wieder ein Armkettchen drin zu haben. Das ist jetzt das passende Armkettchen zu der Kette, zu der zweiten Kette, die ich drin hatte. Diese doppellagige Kette. Ist super schön, ne? Aber wie gesagt, Armbänder und ich, wir sind keine Freunde. Und ich muss auch wirklich jetzt gerade sagen, dass ich finde, dass diese Armkettchen, ich kann ja mal versuchen, das drum zuzumachen, relativ kurz sind. Ah, wobei, nee, ich würd's zukriegen und hätte tatsächlich auch noch ein bisschen Spielraum. Das ist positiv, ne? Ja. Ist euch genauso aufgefallen wie mir, dass wir hier irgendwie auch nicht wirklich Füllprodukte oder so drin haben bislang? Richtig geil, wir sind jetzt bei der Nummer 12, die Halbzeit. Oh, ich glaube, die Kette möchte ich dann doch vielleicht ein bisschen lieber behalten als die, die ich eben ausgepackt habe. Denn hier habe ich noch diese Perle unten dran. Ja, dann behalte ich die und die andere kommt dann wieder, dass ich die dann demnächst für wen anders in den Adventskalender packen werde. Diese hier ist jetzt auch ein bisschen länger und die kannst du vollkommen individuell einstellen, weil unten dieser Haken, ne? Den kannst du ja überall einhaken und dann hast du halt, je nachdem, wie du möchtest, dieses Bommelding hier unten länger oder kürzer und so. Das finde ich richtig schön. Die Nummer 13. Hier haben wir noch ein Armkettchen drin. Nee, oder? Das, guck mal, wie, also für ein Armkettchen zu lang? Hä? Für eine Kette zu kurz, meiner Meinung nach? Also da weiß ich jetzt nicht. Ist ja auch kein Joker, weil so einen dünnen Hals habe ich nur auch nicht, ne? Verrückt. Oder ist das so zum, theoretisch kannst du es zweimal drum machen?
Aber es sieht dann auch irgendwie merkwürdig aus, weil dann hast du ja so ein langes Fieder runterhängen, ne? Da weiß ich echt nicht, wofür das gedacht ist. Ich glaube, in der 14 haben wir wieder Ohrringe drin. Okay, das sind sehr interessante Ohrringe. Also, Moment, ich muss das erst organisieren hier. Es sind Stecker, aber so halboffene Mini-Kreolen. Und unten dran haben die so Gebämsel mit kleinen Steinchen. Also, hübsch finde ich das. Ne? Mag ich auch gerne leiden, wenn man vielleicht so die Haare hochsteckt und dann hängt das so runter. Und diese Blinkies, die sind so, ja, ich sag mal, künstliche Diamanten oder Swarovski-Steinchen. Das sind Glas irgendwas bestimmt oder Plastik. Aber die sind jetzt nicht in einer speziellen Farbe und die funkeln so hübsch. Kann ich mir gut bei mir vorstellen. Schön. Also die 15 ist so dermaßen schwer. Da ist bestimmt auch wieder so eine dicke Kette oder sowas drin. Weil, wow. Ja, nee, hä? Ja, das ist so eine ganz, ganz dicke Gliederkette. Das ist nicht wirklich was für mich, muss ich gestehen. Aber, ja. Also, ne, die ist etwas gröber halt, das sieht man auch. Und hier hast du halt auch nicht das Ding, dass dir der Verschluss nach vorne rutschen wird, weil du das Ding hier einfach vorne durchziehst, so. Und dann hast du hier vorne das einfach so runterhängen, ne. Und dann hängt das so vor sich hin. Genau. Und dir wird der Verschluss halt nicht nach vorne rollen. Und das finde ich ganz cool. Die Nummer 16 scheint was ganz Kleines zu sein. Und zwar ist das wahrscheinlich so ein Irrkaff. Ich habe letztes Jahr auch welche drin gehabt und ich fand die total super, aber habe dann bemerkt, dass es das eigentlich doof ist, weil ich, wenn ich die Haare offen habe, verheddern sich meine Haare da drin und wenn ich sie halt im Dutt habe, fällt mir das ganze Kram irgendwie ständig runter und irgendwie, weiß ich nicht, war ich da nicht so ganz so angetan von. So schaut jetzt dieser Earcuff aus, der hat da so Perlen drauf und ist dann hier offen, ne, und den kann man sich dann einfach so ans Ohr stecken, ja. Benutze ich tatsächlich nicht. Die Nummer 17. Hier haben wir ein Armband. Oh, das ist passend zu der Kette, die ich eben rausgenommen hatte, zu der großen Gliederkette. Denn hier haben wir auf der einen Seite eine Reihe mit diesen großen Gliedern und auf der anderen Seite ist so doppelreihig etwas filigraner das ganze Kram unterwegs. Jo, passt auf jeden Fall, wie gesagt, zu der Kette. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, die Nummer 18. Hier haben wir, oh schön, ja, die passende Kette zu den Ohrringen, die wir eben drin hatten. Das ist eine eher filigrane Kette und die hat halt auch diese Blinkies hier dran und das wird eine kürzere Kette sein, ne? Die mag ich gerne leiden, kann man hier oben natürlich dann auch umstellen. Die ist schön. Die Nummer 19. Oh, hier sind Ohrringe drin. Und zwar... Ta-ta-ta-ta! Sind das einfach so ganz klassische Kreolen. Die haben aber noch so ein bisschen, ich mache mal einen so rum und einen so rum, dann seht ihr das auf den ersten Blick vielleicht auch. Die haben auch so ein bisschen Glitzersteinchen in bunt mit drin. Da muss man wirklich schauen, ob einem das gefällt, ne? Weil nicht jeder mag ja, wenn man so bunte Sachen im Schmuck mit dabei hat. Ich weiß es noch nicht. Ich finde es eigentlich ganz süß, muss ich sagen, weil es halt doch an und für sich relativ filigran ist, ne? Ich glaube, die bleiben. Die Nummer 20 ist wieder so ein Brocken. Oh, die hat auch was ganz Schönes. Zuallererst hat sie irgendwie verschiedene Verschlüsse. Ach so, hier unten. Ach so, hier oben haben wir den Verschluss für hinten. Und dann haben wir da unten noch so ein Hängevieh. Ach, das ist mir, glaube ich, ein bisschen viel los, ne? Das hätten die wahrscheinlich eher so machen können ohne das hier. Dann wäre das ein bisschen ruhiger gewesen. Aber gut, ja, gucken wir uns mal genauer an. Das hat sich hier unten gerade ein bisschen vertüllt. Die Glieder sehen halt auch sehr interessant aus, ne? Ja, ich habe jetzt keine perfekte Maniküre, aber die Kette ist das Wesentliche, ne? Weil das halt so gerade ist und irgendwie so cool. Nach außen hin abgerundet und nach innen hin ist es dann eckig. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie finde ich das total cool. Ach so, die Perle könnte man theoretisch, wenn sie einen stören sollte, einfach abmachen. Das ist natürlich auch cool. Das finde ich richtig cool, weil ich glaube, so wird sich meine Mom da tierisch drüber freuen, wenn ich ihr den in den Adventskalender reinpacke, den ich für sie ja packe. Aber mit diesem Hängevieh ist es, glaube ich, nicht so unbedingt was für sie. Das war ein Reim. Voll cool. Die Nummer 21, das sind bestimmt auch wieder Ohrringe, denn ich meine hier einen Stecker gerade zu sehen. Ja, das wären theoretisch die passenden Ohrringe zu der Kette, die ich gerade ausgepackt habe, beziehungsweise zu dem Verschluss, sofern man ihn dran lässt, ne? Ja, das
sind halt auch so halbe Kreolen und dann hängen da so diese Perlenviecher runter. Das finde ich ja auch per se schön, aber ich mag die jetzt ehrlich gesagt nicht so mega gerne leiden. Und hier haben wir dann den Stecker, was man natürlich auch machen kann, wenn einem das nicht gefällt mit diesem Gebämsel dran, dann kann man nämlich dieses Gebämsel einfach abziehen, ne? Weil du hast ja hier den Stecker, kannst du abmachen, weil musst du ja eh abmachen, wenn du es dir umtun willst. Und dann kann man, ciao, das einfach abmachen, dann hat man hier einfach nur halbe Kreole, ist eigentlich auch ganz praktisch, ne? Die Nummer 22, ich finde es so schön, dass wir hier nicht irgendwie Scrunchies oder Lesezeichen oder sowas drin haben, sondern wirklich sinnvolle Produkte. Hier haben wir so ein Armband mit einem Herzchen drauf und das Herzchen hat so einen grünen Schimmer mit drin. Das würde natürlich auch richtig gut zu den Kreolen-Ohrringen passen, die ich jetzt eben auch mit drin hatte, ne? Das ist so doppellagig und dann haben wir hier noch so einzelne runde Glieder mit da drin. Das macht das Ganze halt auch irgendwie so ein bisschen kindlicher, finde ich persönlich. Und ja, ich glaube schon, dass es dann zusammenpassen würde mit diesen Ohrringen. Ja, weil die ja auch in allen möglichen Farben schimmern. Und da ich demnächst noch was für eine Konfirmation als Geschenk suche, ist das, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Der Tag vor Heiligabend, der 23. Dezember. Gucken wir mal, was wir hier jetzt noch bekommen werden. Oh, es scheint eine Kette zu sein. Und das ist auch die passende Kette zu diesem... Ah, da hat man ein komplettes Schmuckset, ne? Upsala. Das ist natürlich auch super. Dann hast du halt diese Kette mit diesem runden, bunten Glitzi unten dran. Und dann die passenden Ohrringe dazu, dieses Armbändchen mit dem Herz dran. Das ist natürlich auch ein schönes Set, ne? Und das ist eher kindlicher, das ist jetzt eher weniger was, meiner Meinung nach, ne? Für eine erwachsene Frau. Ja, aber ich finde es hübsch. Die 24 ist besonders groß, aber da ist trotzdem halt einfach nur ein Säckchen drin. Finde ich aber nicht schlimm. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, was wir da jetzt drin haben werden. Natürlich eine Kette. Und nee, das ist die passende Kette zu dem Armband mit dem Herzchen. Ach guck, das ist auch süß, ne? Da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das Armband mit dem Herzchen quasi für die Konfirmantin nehme oder ob ich das mit diesem bunten Glitzi nehme. Ich glaube, so ein Herzchen ist eigentlich schöner, oder? Ich weiß es noch nicht so genau. Muss ich nochmal schauen. Und ja, das ist so eine doppellagige Kette, wo du hier auch nochmal so unterschiedlich, genau wie bei dem Armband, auch halt diese Glieder hast, ne? Das ist schon schön. 139 Tacken kostet dieser Adventskalender und soll ja einen Wert von, ich sag mal, ein bisschen was über 600 Euro beinhalten. Ist gut möglich, ne? Ich habe euch das versucht, so circa mal auszurechnen, weil meistens gibt es diese Schmuckstücke nicht 1:1 bei iCrush zu finden, aber ich bin der Überzeugung, wir haben ja 24, beziehungsweise abgesehen von der Tasche, ne, haben wir 23 echt schöne Schmuckstücke hier drin und die haben auch ihren Wert, kann man nicht anders sagen. Es ist eine schöne Qualität, es sieht hübsch aus, es ist wirklich bunt, ne? Also du hast eigentlich filigran und auch etwas klobigeren oder etwas gröberen Schmuck, etwas mehr Statement-Schmuck, aber halt nicht zu ausgefallen, muss ich sagen. Mir persönlich hat der Inhalt gut gefallen und die Leute, die von mir quasi Adventskalender bekommen, werden sich darüber freuen, wenn sie auch ein paar Schmuckstücke in den Adventskalendern drin haben, kann man das so sagen, ich weiß es nicht. Ja, ich fand den cool, ich werde ihn mir vielleicht nächstes Jahr auch holen. Muss ich mal gucken, ne? Aber es ist schon eine geile Geschichte. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem iCrush Adventskalender. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!